Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Günther, die Söldnersau. Und mittlerweile haben wir ein bisschen frischen Wind reingebracht. Ich habe euch ja letztes Mal gefragt, was ihr von Mods haltet, unter anderem für Charakterleveling. Einige von euch haben auch gute Vorschläge gemacht und ich habe einfach mal ein bisschen, ja, sagen wir es mal so, ein bisschen geshoppt, was den Mod-Workshop angeht und habe zwei Änderungen hinzugefügt. Keine Sorge, ich erschlage jetzt nicht den gesamten Rand mit Mods. Ich mache das Schritt für Schritt und habe jetzt erstmal zwei hinzugefügt, von denen ich dachte, dass sie sehr, sehr profitabel wären für unser Spielerlebnis. Einer wurde mir direkt von einem Zuschauer empfohlen in den Kommentaren. Und zwar war das der Mod, beziehungsweise die Mod, da hier Configurable Battle Scenes, also hier die einstellbaren Schlachtszenen. Und zwar, dass wir alle Schlachten auf tagsüber stellen können. Alles andere habe ich ausgehakt. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, okay, alle Schlachten einfach nur tagsüber haben. Das wäre für YouTube und für alle Zuschauer auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Dann haben wir die Nacht nicht mehr, die auf YouTube ja ein bisschen eklig anzuschauen ist, wegen der ganzen Codierung und so. Und der andere, ich weiß ganz genau, dass es die Mod ist, weil es ist die Modifikation. Aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, reflexartig will ich immer noch der Mod sagen. Die andere Mod ist Adjustable Leveling. Also die anderen sind allesamt nur Voraussetzungen, dass die anderen Mods funktionieren. Das sind so quasi Treiber-Mods, wenn man so will. Adjustable Leveling erhöht quasi ein bisschen das Gefühl, ein bisschen optimiert die Level-Erfahrung einfach nur im Spiel. Und man kann Sachen einstellen. Ich habe nur eine einzige Sache geändert vom Basiswert. Ihr könnt, wenn ihr wollt, zeige ich mal ganz kurz, was die Einstellungen sind. Das ist alles Standardeinstellung, also so einfach ein bisschen Rebalancing, was die Levelerfahrung angeht. Und ich habe nur einen einzigen Wert geändert, und zwar hier von irgendwas mit 60, was standardmäßig Max-Charakterlevel ist, habe ich einfach mal auf hier, Himmel ist das Limit gestellt, auf 200, wer weiß, wie weit wir kommen wollen. Weil, ja, wie gesagt, wenn Günther irgendwann ein Halbgott wird, habe ich kein Problem mit. Ich möchte es mir aber trotzdem erarbeiten, also ich möchte mir nichts ercheaten. Ich lasse jetzt einfach mal die Rebalanced-Einstellungen drin, die alles ein bisschen fluffiger und angenehmer gestalten. Aber ich werde jetzt nicht an irgendwelchen Regeln rumspielen und sagen, wir geben Günther jetzt einen riesen Boost oder so. Das sollen wir uns alles erarbeiten. Aber an sich können wir jetzt einfach leveln, soweit wir wollen. Das ist schon mal eine schöne Sache. Okay, dann würde ich mal sagen, legen wir genau mit diesem Spaß los und machen weiter mit Günthers Abenteuern, die uns, ja, gute Frage, wohin treiben. Wir haben letztes Mal, glaube ich, viel Armee verloren und wollen uns da wieder neu aufbauen. Aufbauen. Genau, das wollen wir. Bezüglich der Idee, die ich gesetzt habe, dass wir Gefangene rekrutieren dürfen, ist auf gute Ohren gestoßen auf jeden Fall. Aber jetzt sind wir schon so weit drin mit dieser Regel, dass wir nur Banditen nehmen und nur nicht reguläre Truppen, dass ich sagen würde, dieser gesamte Spaß mit, wir können nur Gefangene, also wir können keine regulären Truppen aus Dörfern holen, sondern müssen sie aus Gefangenenrekrutierung holen oder durch Banditenrekrutierung. Das wäre eine sehr gute Idee, also dass wir Banditen zu normalen Soldaten umwandeln. Das wäre eine sehr gute Idee für Staffel 2, dass wir sagen, wenn Günther unabhängig ist, er kann immer noch nicht von Dörfern die Leute holen, aber er holt sich aus Gefangenen seine Reihen an Soldaten. Das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Wer bist denn du? Nein, bitte. Ich hätte ja gerne mal ein paar Seeräder-Punkte. Wie viele sind hier drin? 315 gegen 790. Das zu verteidigen könnte sehr interessant sein. Aber ich habe gerade noch einen ganz wichtigen Termin, ist mir eingefallen. Ich gucke mal kurz den Bereich hier ab, ob ich irgendwo noch ein paar Seeräuber-Punkte finde. Ich brauche Leute. Leute. Wir müssen uns ein bisschen stärken. Ja, was ist das? Das juckt mich kein bisschen, Armee ausgehoben, ihr juckt mich alle nicht. Ah ja, übrigens, jemand hat was ganz Schönes angemerkt. Wir sind ja jetzt mit Flandia im Krieg, ne? Aber meine Werkstätten... Das ist gut zu wissen, meine Werkstätten funktionieren noch. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass die weg sind. Moment mal. Trupps, Burgen, sonstiges. Ja doch, ich habe meine Werkstätten noch. Die wurden mir nicht weggenommen. Oh mein Gott. Cool. Ja, das hört man doch gerne. Im Übrigen habe ich vor kurzem auch einen kleinen Guide gesehen bezüglich dem... Oh, wir haben Gefahr... Oh mein Gott, die müssen wir schnell verkaufen, bevor noch mehr hier abhauen. Das kann ja nicht sein. Ich habe gesehen, Version 1.2...
die wahrscheinlich, also jetzt aktuell ist er auf Testservern schon drauf und soll die nächsten 2 bis 3 Wochen wahrscheinlich oder so auf den normalen Server kommen. Wahrscheinlich nicht für unser reguläres Let's Play geeignet, dafür müssten wir nochmal komplett neu starten. Soll einige Überarbeitungen haben, sowohl was das gesamte Werkstattsystem angeht, als auch einige Sachen wie bei Kämpfen, dass man bei Kämpfen jetzt genauere Befehle geben kann an Trupps und so. Also sehr viele interessante Änderungen drin. Wollte ich nur mal angemerkt haben, und dort, weil ich gerade Werkstätten gesehen habe und gemerkt habe, man kann da auch sehr, sehr viel anpassen bezüglich. Ja, Werkstatt. Wirtschaft außenrum. Man kann da, glaube ich, wirklich sogar dann Karawanen erstellen, Handelskarawanen aus den Werkstätten. Man kann dann sogar die hergestellten Werkstattgüter sich selbst holen, um sie zu handeln. Und kann andere Sachen adjustieren bei der Werkstatt. Was wollte ich eigentlich? Stimmt. Ich wollte verkaufen. So, ja, eigentlich nur der, ne? Angehört, angehört, angehört. Die können alle mit in die Armee. Holen wir uns galante Schwertschwestern, was soll's. Sind die beritten? Ja, sind sie. Naja, gut, haben wir mal ein paar berittene Armbrustschützen. Ist ja auch okay. Wir sollten mal weniger penibel sein, wenn es darum geht, jetzt endlich mal wieder die Armeen aufzufüllen. Die Reihen. Hallöchen, Mizea. Was gibt's denn hier? Imperiale Karawane. Wisst ihr was? Wir kaufen einfach mal. Gucken wir es uns mal ein bisschen an. Ich habe zwar keine passenden Kommandanten, die für berittene Truppen da sind, aber ich hole mir jetzt einfach mal ein bisschen was. Imperialen Karawanenwachen. Nee, das sind sturianische Karawanenwachen. Da haben wir schon mal welche gehabt. Interessant. Aber die sollen sogar relativ gute Kavallerie sein, soweit ich das noch weiß. Guck mal unten den See entlang. Dort hatte ich schon mal Seeräder geholt. Seeräder. Bis zum Mond. Eine Karawane ist in Ordnung. Kriege ich eh nicht. Die Hoffnung habe ich aufgegeben. Das sind ein paar Seitenbacher Bergsteigerbanditen. Da bewege ich mich jetzt im Feindgebiet umher und ich sehe immer noch. Sag mal, wer bist denn du? Willst du dich kloppen lassen, bitte? Das ist ja freundlich. Ich bin Günther. Ich komme, um hier die aufs Maul Steuer einzutreiben. Dankeschön. Jetzt haben wir eigentlich Nacht. Mal gucken, ob die Mod das hilft. Ja, wir haben Tag. Helllichten Tag. Sehr schön. Da sehen wir jetzt endlich mal, was Sache ist. Ja. Britten. Und normale Reiter brauchen wir, glaube ich, auch noch, ne? Aber wisst ihr was? Ich mache eh alle aufs Maul. Da müssen wir nicht lange überlegen. Leute, ab geht's. Bin mal gespannt, wie Günther jetzt wird mit höheren Leveln. Wir können da ja wirklich noch ein bisschen was erreichen. Ist es eigentlich nochmal. Die Renderdistanz ist aber auch schon mal besser gewesen, kann das sein? Das hat sich aber in Optionen nicht umgestellt, oder? Irgendwie sieht das gerade seltsam aus. Texturen, Schatten, Laubgelände, Beleuchtung. Ich sehe jetzt zumindest nichts im Bereich. Renderdistanz oder Sichtweite oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall wirkt das gerade seltsam. War das vorher auch so, mir ist es nie aufgefallen? Liegt das vielleicht wirklich an den 12 Uhr? Ansonsten stelle ich mal um und mache keine Ahnung, 17 oder 18 Uhr draus, dass wir so eine leichte Dämmerung haben. Wir können ja immer wieder ein bisschen ändern. Okay, Leute. Wir haben neues Frühstücksfleisch. Um 12 Uhr. Lasst mich, ich stehe auf, wann ich will. Ach, da haben wir ein paar Pferdchen. Hi, noch ein paar Pferdchen. Jawohl. Jetzt haben wir auch mal Kavallerie gegen Kavallerie Kämpfe. Du da. Putz. Okay. Ja, der große Vorteil von Äxten wurde mir gesagt, die kann man immer wieder aufheben, egal was mit denen passiert ist. Also rein theoretisch hat man die unendlich, aber man kommt nie wirklich immer zum Aufheben, würde ich mal sagen.
Ah, der starke Günther-Wurfarm. Nur mit der Präzision müssen wir noch arbeiten. Hä? Oh, ich hab echt ein Schild kaputt gemacht. Wutz. Und den erwischt. Okay, Leute. Rein da. Wir wollen Spaß haben. Aua. So habe ich mir das mit Spaß haben nicht vorgestellt. Aber das sind sehr viele Rekruten dabei. Der hat sich erst frisch wieder aufgestellt, glaube ich. Der Arme. Es tut mir echt leid, dass ich dich jetzt umnudel. Ich sollte eigentlich fast Sympathie haben, weil ich am Anfang auch so oft umgenatzt wurde aus dem Nichts. Aber irgendwie... Gleichzeitig sollte es empathisch machen, aber andererseits wird man ein bisschen abgestumpft für solche Sachen. Verständlicherweise. Entschuldigung, ich muss ein bisschen Ziel üben. Ich habe keine Äxte mehr. Willst du mich verarschen? Wann habe ich die alle verbraucht? Na, oh, den kriege ich nicht mehr. Genau, jagt den Rest. Holt sie euch. Vielleicht liegt es auch einfach nur an der Map. Ich lasse erstmal 12 Uhr eingestellt. Neue Karten soll es übrigens auch geben. Mit der neuen Version. Ich kann mir vorstellen, dass einige Änderungen wahrscheinlich in unseren Spielstand mit Einzug halten werden, aber wahrscheinlich nicht alle. So, Inkompatibilitäten gibt es immer wieder mal. Ach, das ist noch der Anführer. Na, weil es ist... Irgendwann wird die Zeit kommen, da wird Günther zu Fuß schneller sein als andere mit dem Pferd. Ich sag's euch, das wird eine glorreiche Zeit, ey. Oder macht Günther den Speed-Modus rein, ey. Miep, miep. Oh, muss ich da jetzt immer die ganze Zeit... Und ihr kriegt den nicht, ne? Ich kann nicht mehr. Günther ist eher ein geborener Spurter. Mordsgefährlich auf kurze Entfernungen. Die Karawane. Ach, die Karawanenwache hat auch Armbrüste. Die Imperiale. Ach, da ist er! Da ist er! Au, aua! Jetzt schieß doch wenigstens drauf. Ich komme da nicht ran. Mit meinen kurzen, muskulösen Griffeln. Ah, da hat's noch mein Pferd gelegt. Ja komm, jetzt kriegen wir die doch restlich. Haben wir's? Oh, da reitet der schon wieder weg. Mann! Ich kann ja nicht mal beschleunigen. Das kann ich nur, wenn ich down bin. Oder? Ja, ich glaube. Ja. Oh komm, das war doch fast ein Treffer. Ihr weigert euch aber auch vehement, den Typen einfach umzunudeln. Was? Zu walzen. Kowalski. Kowalski! Das ist der Dampfwalzenfahrer in meinem Team. Oh, endlich, Destor. Meine Güte, ey. Ey, für dieses Rumgenudel sollte ich dich eigentlich hinrichten. Aber in dem Hinrichten warte ich mal noch. Wir haben als Söldner ja auch ein kleines bisschen aktuell... Also, solange wir Söldner sind, haben wir noch einen Ruf zu verlieren, mehr oder minder. Und wollen uns ja keine potenziellen Arbeitgeber. Vergrollen. Wie wir damit weitermachen bezüglich... Wie war es nochmal? Jemand hat mir gesagt, ich kann nach Rang sortieren. Rang absteigend. Okay, das macht es immer einiges leichter. Wir können die alle mitnehmen. Was wollte ich sagen? Ja, sobald wir dann unabhängig sind, könnten wir überlegen, wegen ganzen Sachen von wegen alle hinrichten, alle Adligen, die wir finden. Aber das wird den Rand halt nicht unbedingt leichter machen, ne? Da haben wir wahrscheinlich dann minütlich Kriegserklärungen im Haus. Das kann ich mir erst leisten, wenn ich stark genug bin. Wir müssen erstmal so eine Kräftesammelphase haben, wie bei der Stronghold-Kampagne. Sobald wir uns erlauben können, dreist zu werden, werden wir dreist, ja? Das klingt doch noch ein Plan. Warum gibt's hier nirgendwo Seeräder? Imperial, Imperial, Imperial... Da ist Destor. Pass auf, dass er nicht ausbüchst. Der ist ziemlich schlüpfrig wie ein Aal, wie ich festgestellt habe. Angeheuert Imperial. Imperial. Oh,
noch mehr Kavallerie. Nee, es reicht mit Kavallerie. Die ist auf jeden Fall einfach sehr, sehr teuer, die Typen. Oh Gott, mit was sind wir denn eigentlich alles im Krieg? Achso, nur mit denen. Okay. Aber wir waren zwischenzeitlich auch mal mit Vlandia im Krieg. Deswegen wundert es mich, dass meine ganzen Sachen noch da sind. Muss ich ja gestehen. Oh nö, nix. Keine Seeräder. Da müssen wir uns anderweitig aushelfen. Vielleicht ja hier, ne? Vielleicht, was ist denn hier passiert? Ah, ist hier irgendein Sonderangebot? Habe ich was verpasst? Ist hier Black Friday? Hühnerfutter, zwei Säcke im Preis von einem? Ich bin dabei. Komm, mir muss es doch Seeräder geben. Erzählt mir doch nichts. Günther leidet unter akuten Seerädermangel. Wir sind besser in Medizin geworden? Nee, sah nur so aus. Wir haben keinen Level abgehabt. Wäre auch lustig, direkt die Mod draufgeschmissen für Rebalance Level abgleichen Level abbekommen. Das wäre auch zu schön, ne? Sag mal, Dermot, warum hast du Reitkunst? War das schon immer so? Und Stangenwaffen? Ich bin schockiert. Was hast du eigentlich für... Hast du irgendeine Rolle bei mir? Warum hat der Reitkunst? Sieht nicht so aus, ne? Malvin und unser Wundarzt ist ja Tulul. Baumeister bin ich. Jawohl. Ich klopf so lange aufs Katapult, bis es schießen will. Ich sag's euch. Ja, du brauchst wirklich mal ein bisschen... ach, Tulu. Nee, Tulu hat nicht. Du hast auch was. Speer ist besser geworden. Scharfe Augen. Sichtmalus bereisen durch Wälder. Und hier Sichtweite, wenn ihr euch mindestens eine Stunde lang nicht bewegt. Das haben wir, glaube ich, nicht so häufig. Sichtweite in Wäldern ist gut, weil Wälder sind ja sowieso mein Leibgericht. Tulu. So, wo war denn unser Pferdeopfer? Du warst es. Warum auch immer du so viel auf Reiten hast. Das ist ja grauenvoll. Mach mal hier ein bisschen Athletik. Werd mal ein bisschen agiler und graziler. Irgendwann kannst du Pirouetten drehen wie Günther. Ich sag's dir. Aber denk jetzt nicht an so eine Prima-Ballerina. Das ist feinstes Streitkolbenballett. Das ist eine Kampfkunst und kein Tanz. Wenn ihr wissen wollt, wie Streitkolbenballett aussieht, schaut euch die Streitkolben-Wirbler an in Tabs. Und wie die abgehen, wenn die gebufft werden mit Attack Speed. Das ist Streitkolbenballett. Oh, hier gibt es aber auch wirklich keine Seeräder, ne? Die sind komplett ausgestorben. Also, ja, Artenschutz ist wichtig. Man kann hier einfach hergehen und alle Seeräderbestände einfach komplett leer fischen. Da ist ja was passiert. Ich gucke jetzt nochmal kurz die Nordküste hier entlang. Von mir aus auch ein bisschen weiter hinter. Ja, Sturgia, bla bla. Ja, vielleicht stimmt. Vlandia und Sturgia haben Frieden, deswegen. Oh, Rebellen wurden vernichtet. Ja, wir sollten weiterhin Ausschau halten nach potenziellen Orten, wo wir uns niederlassen könnten, unter Umständen. Herr Steppenbandit, nee, what are you doing, Steppenbandit? Nee. Lass mich in Ruhe. Okay, gucken wir wieder in die Richtung. Jetzt ist ja, stimmt, jetzt ist ja nach Vlandia Ruhe. Jetzt könnte ich mal nach Vlandia gucken. Dort waren die Erfolgschancen immer mit den besten. Ah ja, stimmt, ich könnte meinen Trupp noch ein bisschen was holen. So, zack und zack. Und zack, wenn es so weitergeht, brauchen wir auch keine mehr. Ohne Scheiß. Oh, wir haben ein kleines Minus, aber das geht noch. Wenn ich mir denke, dass wir das alles zu Fuß durchqueren hier, ne?
Wahnsinn. Ich nehme alles zurück, Günther hat einfach nur Monster-Cardio. Ja, Leck, wer bist denn du? Das ist Timor Leck. Der hat sich einfach noch kein N leisten können. Oh, oh. War das schon immer da? Ich glaube, das war eins von diesen Verstecken. Das, ja, stimmt, da wollte ich mal rein. Aber konnte nicht so wirklich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob... ich konnte nicht wirklich, weil da Armeen waren, die mich erwischt haben. Bin ich mal gespannt, ob die Verstecksschlachten auch jetzt am Tag sind. Aber ich glaube fast nicht. Ne? Ich glaube, die werden noch in der Nacht sein. Aber schauen wir mal. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Nehmen wir Armbrustschützen mit. Sind wir professionelle Feiglinge und erschießen alle auf Distanz. Oh mein Gott, das ist ja auch tagsüber. Endlich sehen wir was, Leute. Wir sehen was. Wir sind nicht mehr blind beim Angreifen. Oh, ist das schön. Tun wir einfach so, als wäre es Nacht. Aber das ist für YouTube so viel angenehmer. Ich hoffe, ihr versteht das, weil das ist einfach... Das musste ich jetzt einfach reinnehmen, als ich davon gehört habe, weil das macht alles so viel angenehmer. Angreifen bitte. Und Feuer frei. Bang, bang. Hallöchen, meine Freunde. Überraschungsmittagsangriff. Oh, das Schild geht instant kaputt. Das ist schon... Das ist krass, hätte ich nicht gedacht. Oh, ich glaube, ich schlage mit der Axt zu und ich bin im Streitkolben, ne? Meine Güte. Den Fehler, tut mir leid. Passiert gerne mal. So, jetzt können wir weitermachen. Achtung, Umziehpause, Umziehpause. So. Der nächste bitte. Hm. Zack, Schild weg. Das reicht erstmal. Der nächste bitte. Entschuldigen Sie. Es geht instant down. Nice. Ich glaube, ich habe einfach mittlerweile genug Wucht. Und. Oh, der hat es geschafft. Und. Jetzt nicht mehr. Ziemlich blöd ohne Schild, nicht wahr? Bup. Eigentlich perfekte Kombination. Schild weg und mit dem Streitkolben ins Gesicht. Hat mir meine Mama beigebracht. So. Autsch, das sah aus, als hätte es wehgetan. Das erst recht. Ich weiß, ich könnte die Äxte noch aufheben, aber ich bin gerade faul, tut mir leid. Vier Äxte habe ich noch. Günther wird jetzt einfach zum perfekten Axtwerfer. Er ist ja übrigens mütterlicherseits auch Norweger. Und er wird jetzt einfach dann zweihändig Äxte werfen. Dann. Hallo? Noch jemand da? Irgendwo? Ah, da. Ach Gott, verdammt. Ach Gott, verdammt. Ich komme mir gerade vor wie bei Hotshots. Die Szene, wo er mit Pfeil und Bogen versucht, den einen Typen zu treffen. Und dann sich seine ganze Silhouette hinten abgebildet hat. Und dann die ikonische Szene kam, dass er das Huhn in den Bogen spannt. Ah, das war schön. Hotshots 2 war es. Oh Gott, oh je, wir hatten die Flashbang gezündet. Meine Güte, Überraschung. Ich glaube, da merkt man, dass es nicht dafür gedacht ist, tagsüber zu machen. Aber für, abseits von den paar Sachen ist es so viel angenehmer. Ja, ja, okay. Ich cutte gerne. Ich cutte freiwillig. Oh, da holt die Zweihandwaffe raus. So, ihr kommt mit. Der kommt erst recht mit. Wir kommen alle mit. Seeräuberanführer. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen die Seeräuber aufgefüllt.
Das sieht doch gut aus. Damit kann man arbeiten. Oh, wen haben wir denn da? Kommt mal her. Ihr kommt gefälligst mit. So, mitkommen. Mitkommen. So, wen haben wir jetzt den Krieg erklärt? Ne, wir haben nicht mehr Krieg. Frieden? Überall? Ne, nur noch die. Nur noch mit denen haben wir Krieg. Okay, wir haben noch einen Krieg mit Leuten. Ach, da, ja. Dann muss ich mich mit den Zigaretten, die wir aktuell haben, wohl zufrieden geben, ne? Weil noch da weiter hinten könnte ein bisschen gefährlich werden. Es tauchen bestimmt wieder welche auf. Ja, gut. Ich bin erstmal glücklich. Dann holen wir uns mal Omor. Das könnte Omor or less eine gute Idee sein. So. Da ist jetzt von allen Seiten ein bisschen Action. Ich bin mal ein bisschen auf der Lauer. Auf der Lauer, auf der Mauer. Hockt er mit dem Kolben. Alles doof. Können wir noch irgendwo befördern? Schwertschwestern. Ja komm, mach mal Schwertschwester-Veteranen. Da hätte ich lieber die Fußtruppen. Weil ich glaube, auf dem Pferd sollen die echt nicht gut sein. Das ist im Vergleich zu berittenen Bogenschützen. Ich habe einige Tests gesehen, was die seltenen Truppen angeht. Und ja, neben der Tatsache, dass die Streitkampfkämpfe komplett abkacken, die Schwertschwestern waren auch nicht wirklich gut, die berittenen. Im Vergleich zu berittenen Bogenschützen. Oh, das ist ein guter Augenblick. Ich muss da rein. Hier bin ich Mensch, hier will ich rein mit dem Kolben. Ah, sehr gut. Wir helfen dir, mein lieber Freund. Wie viel zahlst du denn? Dass sie... Vielleicht liegt es wirklich an mittags. Dass wenn die Sonne... Ich glaube so... Vielleicht machen wir mal sowas wie 15, 16 Uhr oder sowas. Onovardo. Das Huhn rückt vor. Jawohl. Oh, da ist die erste Infanterie im Gefecht. Ich mach mal mit. Und weiter. Weiter. Sag mal, wie viel haltet ihr eigentlich aus? Ihr seid Bauern. So. Okay, die haben sich ziemlich gut geschlagen gegen die anderen Truppen, aber bei meinen Truppen, da seht ihr keinen Stich mehr. Das reicht keinen Schlag mehr. Komm sofort zurück. Genau, werft die Nudelholz hinter. Ey, wer von euch war das? Jetzt kann ich meine Abenteuerkarriere adieu sagen. Autschi. Gesundheit. Ginter müsste in den Kavallerie-zu-Fuß-Modus umgehen und dann plötzlich so reiten wie die Ritter der Kokosnuss. Ui, der war gut. Matrizos. Wie bei Ritter der Kokosnuss plötzlich diesen reiten Move machen und dann plötzlich einfach nur übelste Beschleunigung kriegen. Das wäre geil. Ey, ich wette, dass es dafür eine Mod gibt, irgendwo in den Weiten des Internets. Des Internetses. Okay, Leute. Das wurde aber mal Zeit. Oh, es gab einige Level-Ups. Oh Gott, der Arme. Upsi. Da ist mir doch glatt der Kolben ausgerutscht. Gerne, gerne, ich bin Günther. Und du kommst mit. Du kommst auch mit. Ah, das sind eine Menge Gefangene. Sehe ich da irgendwas Interessantes? Nö.
Tut mir leid, die werden alle verkauft. Auf dem Fischmarkt. Frisch gefangen. Who are you? Answer quickly before I give the order to attack. Du und deine 12 Leute? Ernsthaft, du und deine... ich denke eher, dass ihr euch ergeben solltet. Also kämpfen wir. Okay, der hat mich jetzt... Ich hab den nicht angegriffen, der ist zu mir gekommen. Also... Ich will mal so sagen, ich hafte für nichts, was hier passiert. Also das ist so ein Fall von Lebensmüde, kann das sein? Ah, stimmt, ich wollte die Zeit noch... Ja gut, ich hatte nicht sehr viel Zeit zwischenzeitlich. Das macht meine Kavallerie wahrscheinlich schon, bevor ich eingetroffen bin, nicht wahr? Das wäre etwas, wo ich jetzt eigentlich meinen Truppen hätte sagen sollen, bleibt stehen, das mache ich alleine. Und dann watze ich da einfach durch. Und die haben halt wirklich einen von mir gekillt. Hier sind größtenteils auch noch Bauern. Ich fühle mich beleidigt. Beleidigt. Okay, das wäre trotzdem ein bisschen schwierig, das allein zu kämpfen. Die lassen sich halt schön schnell werfen, die Äxte. Also zum Kiten sind die ganz gut. Oh, jetzt, da würde ich jetzt eigentlich schlagen. Oh, hi. Ich nehme wieder ein paar Wurfäxte mit. Dankeschön. 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 Oh, jetzt... Ihr geht mir auf den Sack. Nix da. Ihr kommt nicht davon. Auf die Ome. So, wo ist wie viele Pfeile ich in meinem Schild stecken habe. Aber auch nur, weil ich das Boromir Body Pillow drauf gesteckt habe. das wäre mal ein cooles Design, so ein Schild. Und das ist einfach so Boromir aufgemalt. Oh, nicht schon wieder so ein Wegreiter. Ey, der stirbt aber auch nicht. So, der wird jetzt gleich nochmal einen neuen Anlauf holen. Da kommt er. Jawohl. Jetzt holen wir ihn. Auf ihn, Leute. Putz. Oh, das ging schnell. Das war noch nicht mal der Anführer. Das war einfach irgend so ein random Dude. Du kommst jetzt mit. Was auch immer der sich gedacht hat. Warum auch immer der jetzt gedacht hat, haha, da ist ja Günther, den überfallen wir jetzt mal. Hat mein Ruf so gelitten, ja? Ich fühle mich schon ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Ach, jetzt ist diese Burg ja auch noch eingenommen worden. Boah, was ist denn hier los? Vlandischer Jahrmarkt. Wenn ich das... Aber eigentlich müssten die Mods keinerlei Probleme verursacht haben. Oh, wir müssen was für die Gasse machen. Für die Gasse. Eigentlich müssten die Mods nichts am KI-Verhalten ändern. Deswegen wundert es mich. Es würde mich zumindest sehr wundern, wenn das Probleme verursacht hätte. Glaube ich weniger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Seeräuber mit hinzugefügt. Gehen wir nochmal kurz durch. Sieht gut aus. Bezüglich Handel können wir ein bisschen was wegmachen, ne? Schaf wird mal geschlachtet. Haben wir noch gut? Ja, wir haben noch sehr gut zu essen. Dann würde ich gerne noch ein paar Sachen umstellen. Na, gucken wir mal, das sieht soweit gut aus. Irgendwas von wirklicher Relevanz, nicht wirklich, ne? Nö. Nö, nö, nö.
Alles Schmutz. Alles Schmutz. So, ne, ich habe tatsächlich ein paar Sachen gelevelt, aber eben noch kein Level Up gemacht. Das war das Wichtige, das hätte ich auch, glaube ich, mitbekommen. Okay, ist in Ordnung. Gehen wir weiter. Und könnte mal sagen, ob wir den Modifikator für Erfahrungspunkte ein bisschen erhöhen wollen, weil wir grinden ja jetzt nicht ewig. Warum hat er 248 Leute in seinem Tor? Ist das der König? Ist das König Derrit? Nee, Kalatild. Da wird jemand gejagt. Tut mir echt leid, ganz ehrlich, das würfeln wir jetzt mal aus, weil das ist ja schon wirklich, das ist ein bisschen übertrieben. Truppen. Variga-Veteran, sind das? Ja, das ist die Nobel-Line sogar. Oh ja, nehmen wir noch ein paar Gefangene mit. Zack und zack. So, wir müssen jetzt mal einen kleinen Ausflug machen zu unseren Gassen. Zum Glück sind wir nicht mehr mit Valentia im Krieg. Das wäre echt schwierig, zu den Gassen zu kommen dann währenddessen. Selbst wenn wir da hinkommen, ich glaube, ich komme nicht in die Stadt rein, ohne mich reinzuschleppen. Irgendwie laufen so viele Einzeltrupps rum. Ich habe doch ein bisschen Angst, mit den Mods wirkt, irgendwas zerschossen zu haben. Och, ernsthaft? Hä? Das waren doch keine 8 Tage. Ja gut, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich eine neue Gasse mache, die ein bisschen näher dran ist. Holen wir uns eine neue Gasse. Ist in Ordnung. Oh, ich habe wirklich Angst, dass ich irgendwie den Spielstand kaputt gemacht habe durch die Mods. Weil das KI-Verhalten gerade ein bisschen seltsam war. Aber gut, allgemein ist das KI-Verhalten ein bisschen seltsam. Jetzt auch, dass das mit der Gasse so schnell ging. Das waren keine 8 Tage in ihrem Leben. Außer die Ankündigung kommt schon viel früher und ich habe sie erst jetzt entdeckt. Das könnte auch sein. Beobachten wir mal ein bisschen die Leute. Ja gut, da ist der Riffer. Das sollte so sein. Ja, vielleicht passt ja doch noch alles. Das ist immer so ein Problem, einen Mod reinzuladen in den bestehenden Spielstand. Statt ein neues Spiel damit zu starten, ne? Starten, ne? Genau. Machen wir mal da eine Gasse auf. Jetzt will ich halt wirklich eine Filiale errichten. So, wen haben wir denn? Führt eine Gasse an, bleibt in Tyral. Du bist derjenige, der mir nochmal eine neue Gasse holen wird. Der Hai. Du bist der Immobilienhai. Obwohl, gehen wir nach Sibir. Aber wo ist Wohlstand höher? 4700. Da ist Sibir. Spaziergang. Du holst mir mal. Halt, Moment mal. Ich würde sagen, wir warten erstmal, bis der andere Typ da ist. Wir können jeden gerade gebrauchen im Team. Valyr Lahmhand. Ah, stimmt. Bevor wir es vergessen. Nee, Quatsch, nicht da. Battle Scenes. Machen wir mal 18 Uhr. Jawohl, da ist er, der Hai. Dann mal wieder ein Spaziergang durch die Festung. So, du holst mal den Rest. Versammelt alle und kommt zu mir. Ich suche mir ein paar schöne Syndikate aus. Aus der Umgebung. Ich habe jetzt meinen schönen Zweihandhammer. Aber den muss ich halt auch noch leveln, ne?
Aber damit habe ich dann auch richtig. Das ist dann nochmal ein Grund, dass ich die Level, das Level Cap ein bisschen erhöht habe, dass ich mal wirklich 2 Waffen erhöht, dass ich mal auf diesen dicken 2-Hammer gehen kann. Das wäre mal schön. Dann nehme ich auch gerne die Wurfwaffen weg dafür. Dann kann ich ein bisschen durchkleben. Da habe ich einmal Einhandkolben und 2-Handkolben. Alter, ich müsste auch mal bessere. Also wenn es keine besseren gibt, dann muss ich wirklich mal gucken, was diese 2-Handkolben angeht, dass ich mal wirklich welche crafte dann. Auch wenn ich mich mit dem Craften noch nie auseinandergesetzt habe hier im Spiel, wird es aber Zeit wahrscheinlich. Alter, wo geht die? Hilfe! Da, doch darüber. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt den 2-Handkolben in die Hand dann. Da nicht. Oder doch? Ne, weiter hinten. Entschuldigung. So, voll beiseite schieben. Schiebung. Das sind sie. Das ist ein bisschen eng hier. Oh Gott, warum ist es alles so eng und verwinkelt hier? Komme ich auch von hier rüber? Das ist auch nicht weniger eng, ne? Das macht es nicht besser. Ah, der Mod ist schon mal da. Und Katfin ist da. Und da haben wir Tulul. Tulul, so eine Weichflöte, du bist, sollst eigentlich in Trulul umbenannt werden. Du bist, gehörst nicht zu meinen Leuten, aber willst du mitmachen? Ich frage einfach mal. Jetzt sind wir eigentlich fast vollzählig, ne? Da haben wir Marivin. Na gut, ich würde sagen, ich bin damit zufrieden, ne? Ja, komm. Damit können wir arbeiten. Mal gucken, was die neue 2-Handhammer so sagt. So, ich würde mich nur ein bisschen umsehen. Von dir lasse ich mich gar nicht rumkommandieren. Hä? Oh, Wutz, Junge. Wutz. Oh, du gehörst nicht zu... Das war's? Das war's und ich habe immer solche... War die Gasse immer schon so leer? Da kommt der Hai mal rein, bitte. Hi, hi. Ach stimmt, ich muss dir jetzt Truppen geben, ne? Imperiale Karawanen machen natürlich, ne? Ja, wen gebe ich dir jetzt? Ich gebe dir ein paar Seeräuber-Oberhäupter, ohne Scheiß. Die sind wenigstens ein paar gute Raufbolde für die Gassenkämpfe. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Wir haben die erste 2-Hand-Erfahrung gesammelt. So, back to the business, würde ich sagen. Abseits davon... bleiben wir beim Problem, dass wir weiter Truppen brauchen. Beobachten wir einfach mal ein bisschen weiter die KI. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese Levelgrenze jetzt auch nicht nur für mich zählt, sondern auch für die KIs. Und dass die aber es kann nicht sein, dass die einfach instant jetzt plötzlich, keine Ahnung, 50 Level höher sind und ihre Truppen so weit anheben können. Ich meine, bei der First verstehe ich es noch, weil es der König ist. Aber einige andere sind da ziemlich übel dabei. Ist das ein Nebeneffekt von der Mod? Ich habe die Büchse der Pandora geöffnet. Wer weiß. Jason, lass dich chasen. Oh, ich habe einen neuen Anführer. Nice. Die sammle ich auch langsam mal an. Irgendwann habe ich so eine ganze Anführergarde. Das ist gut. Ich meine, jetzt habe ich schon 3. Oh. Okay. Hier, guck mal, es sind so viele einzelne Leute. Die bilden keine... Die bilden keine Armeen mehr, ne? Aber als es los... Doch, da. Und ich wollte gerade sagen, gerade als es losging, haben die auch Armeen gebildet, ne? Nee, das geht schon noch. Vielleicht mache ich mir ein bisschen zu viel... Aber machen wir uns nicht zu viele Gedanken.
Da komme ich nicht mehr rechtzeitig. Bleiben wir auf der Lauer. Vielleicht kriegen wir den ein bisschen in die Ecke getrieben. Ich komme gerade vor wie so ein Viehhirte. Mein Verhältnis mit irgendjemandem wurde einfach so irgendwie gesteigert. Finde ich gut. Das müsste genauso dastehen. Dein Verhältnis zu irgendwem wurde irgendwie gesteigert. Herzlichen Glückwunsch. Hier Ihre Portion. Nichts. Sie haben sie sich redlich verdient. Oh. Ja, nice. Mach mal mit. Oh Gott, das ist ja wirklich einfach nur eine Prügelei. Da müssen wir nicht unbedingt mitmachen. Nein, ich wollte nicht die Enzyklopädie machen. Ich wollte den Typen haben, genau. Leider eben keine Söldner dabei. Ich habe letztens vergessen, die Gefangenen zu verkaufen, ne? Aber wir machen weiter Geld. Und Ruhm und Erfahrung. Ah, Tululu ist besser in Medizin geworden. Bei Belagerungen. Tägliche Chance, einen Lahmen das Pferd zu heilen. Ich habe ja viele Pferde dabei. Können Pferde auch tatsächlich. Können normale Pferde lahmen oder ist das dann wirklich für Kavallerie? Ich glaube, das ist eher für Kavallerie, ne? Dann ist es nicht so wichtig, würde ich sagen. Dann könntest du vielleicht jetzt Kavallerie den Bonus hier machen. Schau, dass das Truppen bei Belagerungsbeschuss nicht getötet, sondern verwundet werden. Das klingt ganz gut, weil Belagerung werden wir kurz so lang bestimmt oft machen. Ich weiß, ich wollte Tulu schon öfters ersetzen. Oh, der Günther der Noble hilft den Dorfbewohnern. Ja? Warum? Wir haben 7 Leute verloren. An den Paaren? Ich glaube, ich kämpfe das in Zukunft noch lieber selber. Oh, der Typ sieht mir. Ist das der Anführer? Ich glaube schon, das war der Anführer. Das jetzt erklärt das ein bisschen was. Ja, ein paar hier wertvolle Truppen mit. Ich finde schon, dass es jetzt automatisch auch sortiert wird, die ganze Zeit über. Okay. Läuft. Jetzt muss ich mal wieder ein paar Leute handeln gehen. Oh, da kommt eine Armee. Oh, wir sind schon 50 Minuten drin. Upsi. Okay, dann würde ich mal sagen, beenden wir es dann für die Folge. Könnt mal sagen, was ihr von den Mods haltet. Ich bin noch weiter am Beobachten, ob das wirklich die KI zerschossen hat oder nicht. Ich bin mir noch unsicher. Manche Indizien sagen ja, aber andere sagen wiederum, nö, ist alles in Ordnung. Und da wäre ich erstmal noch vorsichtig. Nee, nicht die Serie über Krieger. Seid ihr wahnsinnig? Ohne Scheiß, der imperialer Feldwebel, nee, imperialer Legionär, imperialer Katafrakt, da kommt echt ein bisschen Geld zustande. Gucken wir mal, wie viel AIS es uns bringt. Nicht so viel. Okay, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann wieder bei der nächsten Folge.